Hallo zusammen, ich bin Nils Probst. Ich bin 18 und ich mache Lehre bei der Garage Meier als Automobilmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeug. Heute will ich euch meinen Alltag zeigen. Kommt doch mit. Bei meiner Arbeit gefällt mir am besten Diagnosearbeiten, weil dort wird man als Lehrling eigentlich noch recht herausgefordert. Man lernt immer viel Neues und sie sind eigentlich am spannendsten vom ganzen Beruf. Die Tätigkeiten sind Servicearbeiten. Dort tun wir Filter und verschiedene Öl und andere Flüssigkeiten wechseln. Außerdem machen wir auch Diagnosearbeiten. Zum Beispiel, wenn ein Motor nicht läuft, müssen wir diagnostizieren, an was es denn liegt. Ich finde es lässiger an denen, dass wir viel noch reparieren und gar nicht mehr austauschen, weil die Teile so teuer sind, dass es sich immer noch lohnt, zum Reparieren, was bei den Autos nicht der Fall ist. Die Anforderungen an die Lehre sind sicher, dass man ein starkes Interesse an der Nutzfahrzeugtechnik hat und dass man handwerklich begabt ist. Das Herausforderndste an dieser Lehre ist sicher die Berufsschule, weil es sehr schwierig ist. Ich finde die Lehre sehr spannend, weil die Technik sich immer weiterentwickelt. Zum Beispiel jetzt gerade die Elektromobilität ist sehr im Wandel. Das war es mit dem Alltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch gerade noch heute. Ciao zusammen!